Darüber sind sich die Behörden schon lange einig, ein Hund gehört an die Leine. Jetzt kommt aus Wiesbaden eine neue Verordnung, die eine maximale Leinenlänge von 2 Metern vorschreibt, ganze 8 Meter weniger wie eigentlich erlaubt. Wir hatten geregelt, dass die Leine bis zu 10 Meter lang sein darf, wenn sie eine Aufrollvorrichtung hat. Die hessische Hundeverordnung sieht aber nur eine Leine von maximal 2 Meter Länge vor. Und deshalb mussten wir die Regelung, die wir hatten, bis 10 Meter, einfach ersatzlos streichen. Ordnungshüter mit Zollstock, die auf die Einhaltung der 2-Meter-Grenze achten, wird man vergeblich suchen. Jedoch wer uneinsichtig ist, mehrfach ermahnt wird, handelt ordnungswidrig und muss mit Strafe rechnen. Und nur bei Uneinsichtigkeit, da geht's halt nicht anders, da müssen wir dann halt ein Bußgeldverfahren führen und eine Geldbuße festsetzen. Die Hundebesitzer sind geteilter Meinung. Für Hunde, für die es angebracht ist, ist das okay. Aber für einen Hund wie unseren, der keiner Menschenseele was tut, finde ich nicht in Ordnung. Ich finde, das ist viel zu lang. Also das würde doch reichen, wenn es ein 1/2 Meter wäre. Oder vielleicht sollten wir unsere Hunde auf den Schoß nehmen und spazieren gehen. 2 Meter finde ich viel zu kurz. Das ist gar nicht verkehrt. Ja. Weil diese Laufleinen, das sind meistens sowieso kleine Hunde. Mhm. Und das sind Stolperfallen. For sure, das ist sowas. Das ist sowieso. Man sollte jeden dran kriegen, dass er einen Hund in den Griff hat. Wer also der neuen Verordnung aus dem Weg gehen möchte, sucht sich eine der vielen Freiflächen im Kasseler Land, wo es noch keine Leinenpflicht gibt.